Schönen guten Morgen, Freunde der Angst. Klingt jetzt etwas komisch, aber so wisst ihr zumindest direkt, worum es in diesem Video geht. Wir befinden. Leute, ist früh am Morgen. Früh am Morgen, die Katzen sind wach. Die werden jetzt wahrscheinlich auch gleich richtig schön Terror schieben. Außerdem ist irgendwie der Herbst wieder ausgebrochen. Dicker Pulli. Schal um Hals. Naja, egal. So viel dazu. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, könnt, wie auch immer, geht es heute nochmal um Angst, Angstanfälle, Panikattacken und meine Strategien, damit umzugehen. Dieses Video ist jetzt nochmal entstanden, weil halt mich ein paar Fragen erreicht haben. Unter anderem wurde ich halt eben gefragt, ob ich eine Therapie gemacht habe und ob ich davon ein bisschen erzählen könnte. Und mir wurden bestimmte Tipps gegeben. Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, anstatt dass ich die... Ja, hallo? Ja, fein machst du das? Ja, mein Kater, ja. Also der macht das eigentlich nicht. Wir haben so eine Angel. Ne? Also da ist ein Stab mit einem Bändchen dran und da dran ist ein Schmetterling. Und ich weiß auch nicht. Also wir hatten Hepsi und Hepsi hat immer das in den Mund genommen und ist damit durch die Gegend gelaufen und hat das dann zum Beispiel in ihren leeren Napf getan, wenn der Napf leer war. Und Kimowski macht das halt auch. Die nimmt total gerne etwas in den Mund und rennt damit durch die Gegend. Und Komo hat damit eigentlich überhaupt gar keinen Vertrag, ne, sowas zu machen. Aber jetzt auf einmal macht er das doch. Und jetzt kam er halt eben mit dem Schmetterling im Mund an. Und jetzt guckt er mich so an. Ja, fein hast du das gemacht. Ja, fein. Voll niedlich. Egal, darum geht's gar nicht. Ja, da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz Pause machen, einmal weil da mich was irritiert hatte wegen der Kamera und auch wegen unserem Kuchen. Jetzt prügeln sie sich. Genau, wo war ich vorher stehen geblieben? Genau, bei den Fragen halt die, jetzt weiß ich wieder. Ich habe dann halt eben in den Kommentaren geantwortet, aber bin nicht auf die Fragen direkt eingegangen, sondern habe gesagt, okay, dann mache ich nochmal ein Video darüber. Und um das dann halt eben alles zusammenzupacken. Also, fangen wir an bei der Frage, ob ich eine Therapie gemacht habe. Nein, ich habe im klassischen Sinn keine Therapie gemacht. Was bedeutet das jetzt im klassischen Sinn? Moment. Ich sag ja, die sind jetzt auch wach. Genau, was heißt das? Nicht im klassischen Sinne. Also, ich versuche das mal zu erklären. Vielleicht warte ich einfach noch ein bisschen mit dem Video. Nein. So, also. Fangen wir am Anfang an. Ich habe positive Erfahrungen und nicht so positive Erfahrungen mit Psychologen gemacht und Notfallgruppen, Stationen. Ich werde euch all diese Dinge auch unten verlinken. Also es gibt zum Beispiel im Ruhrgebiet gibt es bzw. gab es an der Bochumer Uni ein Notfallbüro, sage ich mal, für psychische Probleme. Ne? Da konnte man dann hingehen und dann bekam man eine Liste mit Adressen, beziehungsweise man bekam die Adresse, wo man die Liste herkriegt.
Ja, die Sache war, das hatte ich schon und naja, ist egal. Auf jeden Fall habe ich positive und nicht so positive Erfahrungen gemacht. So. Und es gibt aber drei Dinge, die ich wirklich schwierig finde und die mich dann auch dazu gebracht haben, nach Alternativen zu suchen. Erstens, wenn du nicht privat versichert bist, also wenn du ganz normaler Kassenpatient bist, dann schränkt sich schon mal die Auswahl an Psychologen und Psychotherapeuten ein. Und zwar ziemlich. Zweitens, wenn es einem nicht gut geht, so, dann möchte man ja relativ zeitnah Hilfe haben. Ja? Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber bei mir war es damals so, dass ich also der eine Termin ging noch, da musste ich nur 6 Wochen warten, brachte dann aber auch nicht viel, weil dann hatte ich zwar einen Termin, dann wurde mir aber dann halt eben gesagt, ja, in so einer Gruppensitzung wäre noch ein Platz frei, aber ansonsten müsste ich halt eben noch mal so gut 9 bis 12 Monate warten, bis dann halt eben auch noch wieder was frei wäre. So, dann, also die Durchschnittswartezeit lag aber so zwischen 3 Monaten und 6 Monaten. So. Ja. So. Und dann kommt halt eben noch ein wichtiger Punkt hinzu. Wenn man, ich habe euch das ja erzählt, in dem einen Video 20 Minuten, ne, vom ersten Stock bis, Quatsch, vom zweiten Stock bis runter zur Mülltonne. Und ja, wenn du halt. Wenn die Angst dich einsperrt, und so ist das ja nun mal, und du dann halt eben in der Angst sitzt, ne, dann hast du halt eben Probleme, das Haus zu verlassen. So, und da bin ich dann zum Beispiel auch darauf gestoßen, dass mir sowas gesagt wurde wie, ja, also sie müssen schon zu uns kommen, weil damit zeigen sie ihre Bereitschaft, dass sie an dieser Angst arbeiten wollen. Ja. Das ist so etwas, was, also, ja, Meckerkuh. Ja, doch. Das ist so etwas, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen auf der einen Seite, welcher Gedanke dahinter steht. Und zwar der Gedanke, dass du nur jemanden therapieren kannst. Das haben wir zum Beispiel ganz ausgeprägt bei Süchten. Also man kann nur jemanden therapieren, der halt therapiert werden will. So. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Wenn du jetzt aber halt in dieser Angst festsitzt und einfach der Körper den Dienst versagt, also das heißt, du die Treppe runter gehst, deine Knie anfangen zu zittern, du keine Luft mehr bekommst und denkst, du fällst jede Minute um, dann hat das nichts mit Wollen zu tun. Also du willst ja deine Angst loswerden. Wirklich, niemand will da drin hocken. So, ne? Dir fehlt nur in diesem Moment, das ist ja die Krux an der Sache, dir fehlt in dem Moment das Werkzeug, um diese Panikattacke zu überstehen, um dann zum Psychologen zu gehen. So, ne? Also das, was du in dem Moment brauchst, ist eigentlich Werkzeug, was dir hilft, in dieser Situation klarzukommen. So, um an dieses Werkzeug zu kommen, müsstest du aber erstmal zu diesem Psychologen kommen. Kommst du aber nicht, weil dir das Werkzeug fehlt. Und dann sagt dir der Psychologe, sie müssen uns schon zeigen, dass sie das wollen. Ich habe mich in der Situation ziemlich nicht verstanden gefühlt. Und ich glaube, das ist kein guter Beginn, Einstieg, für ein Vertrauensverhältnis. Denn das ist der nächste Punkt. Okay, jetzt habe ich 3 Punkte, jetzt habe ich schon einen vierten Punkt. Wenn du endlich einen Termin bei einem Psychologen hast, so nach einem halben Jahr zum Beispiel, und dann feststellst, die Chemie stimmt nicht, darfst du wieder ein halbes Jahr warten. Also das ganze System ist, aber wie gesagt, ich habe auch positive Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit einer ja, Notfallstation. Wenn man dann einen Termin dort bekommt, also da geht es sehr viel schneller, einen Termin zu bekommen, und dann hat man halt 5 Sitzungen.
mehr ist halt nicht drin, ne? Weil das ist halt für kurz, das soll ich kurz stabilisieren. Und dann musst du dich halt eben auf die Suche begeben nach einem Psychologen. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich auf patente Leute getroffen, die auch einfach mir das Gefühl gegeben haben, Mensch, da hört mir endlich mal jemand zu. Ja. Und also das war wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung, muss ich sagen. Nun ja, gut. Aufgrund all dessen, jetzt laber ich schon wieder total lange, egal. Aufgrund all dessen habe ich dann halt, ja, es war einfach, wie soll ich das sagen, ich spürte Resignation, Verzweiflung und dachte mir, verdammt, du musst doch irgendwas tun. Und das habe ich dann. Und dann habe ich halt eben, und damit meine ich habe keine klassische Therapie gemacht. Ich habe, wobei, wenn man es genau nimmt, habe ich eine sehr klassische Therapie gemacht. Habe alles, was es, also nicht alles, das ist ja jetzt übertrieben, aber ich habe halt eben mich mit Angststörungen, Panikattacken und so weiter auseinandergesetzt, habe Bücher darüber gelesen, habe im Internet sehr viel recherchiert und habe dann, ja, sag das auch mal, also habe erstmal Fakten gesammelt. Was passiert denn da? Woher kann das kommen? Was ist denn überhaupt eine Panikattacke? Was passiert halt eben genau im Körper und so weiter? Also erstmal war mein Anliegen zu verstehen, was geht da mit mir vor? So. Und dann habe ich halt eben auch geguckt nach Therapiemöglichkeiten, welche, also die häufigste Therapie, Kinowski! Fang die Maus. Ja, so, also die häufigste Therapiemethode, die halt empfohlen wird, ist die Verhaltenstherapie. Das heißt also, in der Verhaltenstherapie, wie man es wahrscheinlich von dem Wort schon ableiten kann, es geht darum, dass man sein Verhalten verändert, dass man Alternativen gezeigt bekommt, wie man mit Dingen umgeht und dass man auch lernt, zum Beispiel in einer Panikattacke eine Panikattacke durchzustehen und so weiter und so fort. Also ja. Also man könnte sagen, während es in der Psychoanalyse mehr um die Theorie geht, geht es in der Verhaltenstherapie mehr um die Praxis. So, okay, also habe ich mich mit der Verhaltenstherapie auseinandergesetzt, auch mit verschiedenen Methoden, die nicht aus der Psychologie kommen, sondern aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Selbsthilfe, aus der Esoterik und so weiter. Also ich habe alles Mögliche mir ja angelesen und ausprobiert und hast du nicht gesehen. Und das ist ganz wichtig. Das, was ich jetzt hier erzähle, ne? Das, was ich erzähle, auch wenn ich was mit Tipps in die Überschrift schreibe oder auch nicht, das weiß ich noch gar nicht. Ne? Während ich das Video drehe, habe ich noch nicht den Titel, aber ist ja wurscht. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist Folgendes. Ich bin kein Diplompsychologe, ich bin kein Psychiater, kein Rechtsanwalt und kein Arzt und deswegen darf ich keine Tipps geben. So, ne? Oder Ratschläge oder sonst irgendwas, das darf ich nicht. Das heißt also, das, was ich euch jetzt hier erzähle, erzähle ich rein aus meiner Erfahrung, was ich tue. So, ne? Ich. Wenn das bei dem einen oder anderen Denkanstöße auslöst, dann ist das halt so. Ne? Aber ich erzähle nur von mir. Okay, das muss ich einfach aus rechtlichen Gründen sagen, weil ist halt so. Ja, ist heutzutage. Naja, egal. Auf jeden Fall. Habe ich mich mit all diesen Dingen auseinandergesetzt.
und habe dann sehr viel ausprobiert und bin sehr oft gescheitert und habe dann halt eben irgendwann festgestellt, das funktioniert so nicht. Ich muss das, also erstmal war ich tief enttäuscht oder beziehungsweise hat mich das natürlich jedes Mal wieder getroffen, weil es ein Rückschritt war, weil ich es als Rückschritt interpretiert habe und ich mich gefragt habe, warum kriege ich das nicht hin und so weiter und so fort. Und irgendwann ist mir klar geworden, okay, ich muss das anpassen. Ich muss das anpassen an mich, an meine Individualität. Und dann funktionierte es besser. Entschuldigung. Die kurze rast gerade durch den Flur und konnte nicht mehr so richtig brechen. Na, egal, auf jeden Fall. Entschuldigung. Oh Mann, Katzen. Ja, okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Habe ich angepasst an meine Individualität. Ha, hervorragend. So, ich muss gleich dazu sagen, oder nein, das sage ich später. Okay, also fangen wir mal am Anfang an. Das Erste, was ich gemacht habe, war, danach wurde ich auch gefragt, beziehungsweise wurden mir Tipps gegeben. Und zwar seht ihr hier einmal ein Kalender, Paolo Coelho, Weisheit, Buchkalender ist das. Ich habe den einfach mal rausgezogen, weil der so schön ist. Dann ein Notizbuch. Wie man sehen kann, da liegen auch jede Menge Zettel drin, weil ich bin ja auch so ein Zettelwirtschaftstyp. Und so, noch ein wunderschönes Notizbuch. Was hat es mit diesen Notizbüchern auf sich? Nun ja, ganz einfach. Ich habe angefangen, Tagebuch zu führen oder ein Journal zu führen, wie man heute sagt. Und habe da reingeschrieben, Wetter. Ich habe also alles an Eckdaten habe ich reingeschrieben. Ich habe reingeschrieben, wann bin ich aufgestanden, wie ist das Wetter heute, wie geht es mir, was habe ich gegessen und welcher Tag meines Zyklus ist, Mondphasen. Ich habe wirklich ziemlich viel abgedeckt. Was ich gegessen habe, habe ich schon gesagt, ne? Welche Ereignisse so an dem Tag passiert sind oder auch nicht passiert sind. So. Und habe dann halt eben daraus Statistiken gemacht und habe dann halt das Ganze für mich verglichen und festgestellt, okay, es gibt Gemeinsamkeiten, wann ich zum Beispiel Panikattacke bekomme und so weiter. Da war es dann, also zum Beispiel, dadurch, dass ich aufgeschrieben habe, was ich so esse, ist mir dann irgendwann, als ich das dann halt alles so nebeneinander verglichen habe, ist mir aufgefallen, okay, Glutamat, ne? Also geht gar nicht. Glutamat kann dazu führen, dass ich eine Panikattacke kriege. Wobei das so nicht richtig ist. Denn, also, Glutamat führt bei mir nicht nur zu Verdauungsproblemen, sondern das erhöht auch meinen Herzschlag. So. Und ein Symptom der Panikattacke ist halt eben, ne, das Herz schlägt schneller. So. Wenn jetzt also mein Herz schneller schlägt, dann kann das halt sein, oder wo die Angst sehr, sehr schlimm und akut war, war es so, wenn mein Herz ein bisschen schneller geschlagen hat, kam sofort der Gedanke, ich kriege eine Panikattacke. Und der Gedanke, ich kriege eine Panikattacke, reichte schon, um die Panikattacke auszulösen. Das heißt also, Glutamat, Herzrasen, Panikattacke. So, das war das eine. Das andere war nicht immer, aber halt zum Beispiel Chips. Wie gesagt, nicht immer, ne? Kommt immer drauf an, was sich sonst noch so über den Tag verteilt hat, über den Tag verteilt gegessen habe. So, ne? Aber Chips, vor allen Dingen wenn die sehr salzig sind, können halt eben auch den Blutdruck ja, erhöhen. So, und da haben wir das Spielchen dann auch wieder Herzrasen. Und der Gedanke kommt, Panikattacke. Und die Panikattacke ist da. So, okay. Wie gesagt, da ist mir dann halt eben aufgefallen, einige Dinge, die ich
zu mir nehme, die ich esse, führen zu körperlichen Symptomen, die wiederum mein Kopf als Angst interpretiert oder als Symptom der Angst, und dann gerate ich in eine Panikattacke. Das andere, was ich vorher schon wusste, was mir da aber auch nochmal ganz bewusst geworden ist, ich bin extrem wetterfühlig. Das klingt jetzt sehr esoterisch, ich weiß, ist es aber gar nicht. Denn vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn das Wetter umschlägt, zum Beispiel von sehr warm auf sehr kalt oder von sehr kalt auf sehr warm, oder wenn halt eben sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder Luftdruck sich verändert, dann gibt es Menschen, die zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen, ne? Dieser typische Föhnkopfschmerz. So. Und also Wetterfühligkeit ist kein Humbug, sondern es sind halt Auswirkungen auf unseren Körper, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräneanfälle, Probleme beim Schlafen, und ja, mir geht es dann halt nicht gut, ne? So. Und ich fühle mich, dann geht es mir nicht gut. Und dieses, es geht mir nicht gut, kann dann halt wieder zu Panikattacken führen. Warum ist das wichtig? Oder warum war das wichtig, diese Dinge aufzuführen und zu sehen? Diese Dinge waren wichtig zu sehen, um zu verstehen, wie es dazu kommt, dass ich in diese Panikattacke hineingerate. Denn, vielleicht kennt das der eine oder andere, der auch mal eine Panikattacke hatte oder mit Angst zu tun hat. Wenn das sehr neu ist, dann und man dann gefragt wird, was hat denn jetzt die Panikattacke ausgelöst bei dir? Dann kommt die Antwort, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. War plötzlich da. Das fühlt sich so an. Das stimmt aber nicht. Die ist nicht plötzlich so da, sondern es gibt immer einen Grund, warum die kommt. Und wie gesagt, das Ganze läuft so schnell ab und so, so schnell ab, wenn man, dass es dann schwierig ist zu sagen, oh, da war der Funke und dann ist das Fass explodiert. So, das ist schwer zu erkennen. Wenn man aber darauf achtet und wenn man es trainiert, darauf zu achten, dann erkennt man diese Dinge. Und bei mir gehörte zu diesem Training halt eben diese Tagebücher zu führen, weil ich dann auf einmal erkannt habe, ach Moment mal, da ist ja dieser Funke zuerst. Also da ist dieser Funke, mein Herz rast. Das ist der Funke. Und mein Herz rast aber gar nicht, weil ich gerade eine Panikattacke kriege, sondern mein Herz rast, weil ich Glutamat gegessen habe oder weil ich weil ich mich aufgeregt habe oder weil ich zu viel Koffein-Intus habe. So. Also es gibt einen Grund, warum mein Herz rast. Und dieser Grund, diesen Grund zu erkennen, war ganz wichtig, weil dieser Grund nicht unbedingt eine Panikattacke war. So. Und das heißt also, es war nicht erst die Panikattacke da, sondern es war erst das Herzrasen da. Und dann kam der Gedanke, oh mein Gott, ich kriege eine Panikattacke. Oder was, wenn ich jetzt eine Panikattacke bekomme? Und dann kam die Panikattacke. So, und das war wichtig. Das war sehr wichtig für mich, das zu sehen und zu erkennen. Denn so konnte ich für mich langsam Werkzeug aufbauen, was mir hilft, mit der Angst mehr oder weniger klarzukommen. Es hilft nicht immer. Ja? Also, wenn ich eh angeschlagen bin oder halt eben emotional nicht so stabil, ja, dann hilft manchmal auch einfach nur, wenn eine Panikattacke kommt, ins Bett legen, Decke über den Kopf und hoffen, dass es bald vorbei ist. So, ist so. Ne? Also manchmal kann ich der Angst nichts entgegensetzen. Das ist immer noch so. Und dann kann ich einfach nur abwarten, dass sie weggeht. Okay, so. Hallöchen nochmal. Ich habe gerade das Video über die Angst gedreht und bin jetzt im Arbeitszimmer. Und da ist mir aufgefallen, dass das Video doch ein wenig bisschen arg lang ist. Ne? So.
Und deswegen werde ich das Video in zwei Teile aufsplitten. Jo, das wollte ich euch jetzt nur mal ganz kurz mitteilen. Nicht, dass ihr euch wundert. Also jetzt mache ich gleich noch mal ganz kurz, erzähle ich euch das noch mal für den zweiten Teil. Ne? So, also jetzt hier erstmal Schluss an der Stelle, und geht dann weiter mit dem nächsten. Nein! bis gleich. Oder später oder irgendwann. Schönen Tag noch.